Also fliegende Kreaturen, weiß ich nicht, also ob wir die schon hatten, die sind halt für Nicht-Fernkämpfer nicht angreifbar. Deswegen kann im Moment nur der Troll was dagegen unternehmen. Ja, und den haben wir jetzt gleich tot. Und jetzt kommt eben der große Kampf hier, in welchem der Titan auch sogleich sterben wird. Jawohl, ja. So finde ich, endet eine Mission sehr gut. Der Titan ist nochmal eingefroren. Und damit den Feuerriesen hier zum Beispiel unter anderem schutzlos ausgeliefert. Auf Wiedersehen, Titan. So, jetzt hätten wir noch den Vorteil gehabt, wenn danach noch eine Cutscene gekommen wäre. Nachdem man gewonnen hat, dann hätten wir die jetzt auch noch gesehen. Das war nämlich auch ein Gedanke, den ich hatte. Oh, wenn da jetzt was gekommen wäre, wäre natürlich doof. War jetzt nicht der Fall, aber ist auch egal. So, jetzt können wir uns auch ans nächste Szenario begeben, nämlich an die Wiedergutmachung. Theos und die Armee der Atlanta sind endlich fort. Ja, aber mit ihnen auch die ganze Stadt. Warum wachsen Pflanzen nur an dieser Stelle? Das ist das Werk von Gaia. Gaia? Die Schwäche der Olympia machte die Titanen mächtiger. Alle Titanen. Gaia ist eine von ihnen, aber sie ist keine zerstörerische Macht. Kann sie uns helfen? Das tut sie bereits. Nutzt ihre Macht hier, um das Land zu heilen. So, wir sind jetzt wieder die Atlanta. Otto. Also, folgendes, wir sind jetzt Gaia. Gaia hat einen ganz tollen Effekt, das werden wir jetzt gleich sehen. Ach ja. Interessant. Uranus. Fast alle Bäume sind zu Asche verbrannt, aber Gaia überlässt uns ihre Wälder. Nämlich das könnt ihr hier auch schon so ein bisschen sehen, das werden wir auch gleich nochmal sehen. Und, ja genau, Bäume zum Beispiel können wir uns auch durch den Zauber von Gaia holen. Wald der Gaia, da wächst jetzt ein kleiner Wald. Das ist sehr praktisch. So. Ja, wir müssen jetzt das Land heilen mit dem sogenannten Wildwuchs. Das wird kein Problem. Denn, so, jetzt werden die sammeln jetzt hier Nahrung. Die sammelt erstmal hier Holz. Du sammelst Nahrung. Haben wir hier irgendwo Gold? Jawohl, hier oben. Dann werden wir nämlich hier den nehmen und da Gold sammeln. Folgendes ist nämlich jetzt der Fall. Wir haben nämlich noch einen Titan übrig, nämlich den hier in Griechenland. Und der stolziert hier herum. Eieiei. Wieder ein paar Lecks hier. Da seht ihr hier, der Wildwuchs, der breitet sich langsam aus und so wird das Land geheilt. So, hier hätten wir noch Dryaden. Aber wir werden jetzt erstmal hier den Wall regenerieren. Beziehungsweise einfach dahinter einen neuen bauen, das geht ja auch. Ist ja Wurst. So. Denn, es geht nur darum, dass wir hier und hier und hier oder hier oder hier das Land regenerieren. Wir müssen nämlich noch drei Gebiete regenerieren. Das werden wir wahrscheinlich hier tun, das ist nämlich am einfachsten. Wir werden jetzt hier mit unseren drei Helden nach hier gehen und diese beiden Dorfbewohner hier mitnehmen. Zuerst müssen wir hier noch eine Kaserne bauen, damit wir denen hier die Verteidigungsanlagen überlassen können. Die Verteidigung überlassen können. Aber dann geht's auch schon los. So, der Titan bewegt sich nämlich jetzt weg von hier mit seinen Kumpanen. Das heißt, das wird das nächste sein. Und dann nehmen wir natürlich auch ein paar Begleiter mit, dass die nicht sterben hier, so. Und du gehst danach auch... Ach nee, danach. Danach, ich habe vergessen, die schwarze Schleife zu benutzen. Hier aufbauen. So. Das ist eigentlich eine recht schnelle Taktik, meiner Meinung nach, und auch keine schlechte. Denn jetzt können wir hier, dadurch, dass die da oben Rohstoffe sammeln, schon ein paar Einheiten ausbilden. Diese können dann hier das Lager, es ist ja nicht wirklich ein Lager, verteidigen. Denn in dieser Mission habe ich mir nie wirklich ein großes Lager errichtet. So, jetzt geht der Titan hier durch, macht mal ein bisschen was kaputt. Und wir können in der Zeit versuchen, hier eine Siedlung aufzubauen. Denn diese kleinen Prometer hier vorne stürmen zwar schon weiter nach voran, aber der Titan ist sehr langsam.
Ja, Reliquie brauchen wir jetzt nicht. Und es kommt eigentlich auch nicht darauf an, dass die Dorfzentren stehen bleiben. Denn der Titan ist ja viel schneller als wir mit dem Bauen. Das heißt, er wird auch hier wieder ankommen und das Dorfzentrum zerstören. Worauf es nur ankommt, ist eben der Wildwuchs. Und der bleibt, auch wenn das Dorfzentrum zerstört wird. Und das wiederum bedeutet, wenn das Dorfzentrum steht, warten wir ein paar... Ja, ich glaube noch nicht mal eine Minute oder was, bis das regeneriert ist. Und dann ist das Dorfzentrum schon egal. Es macht halt nur dem hier ein bisschen Schaden. Und deswegen werden wir dem quasi hinterherreisen hier. Und sagen, ja gut, wenn der jetzt gerade hier ist und wenn er da fertig ist, sind wir hier wahrscheinlich auch fertig, dann gehen wir als nächstes zu dem Dorfzentrum hier und bauen da. Wir müssen natürlich nur hier unten rumgehen, weil der ja oben rumkommt. So, er ist immer noch hier oben. So. Das heißt, wir können jetzt noch einen Moment warten. Okay, weil jetzt hier der Wildwuchs breitet sich aus, ne? Das seht ihr ja. Ich muss gerade noch aufpassen, dass es hier wirklich so bleibt. Und zack, haben wir hier ein weiteres Gebiet wurde wiederhergestellt. Gebiet regeneriert. Gaia scheint erfreut. Die Sonne scheint viel stärker. Seht ihr das? Da, der Titan ist geschwächt. Wir sollten angreifen. Nein, noch nicht. Er ist immer noch zu stark. Hört nicht auf, das Land zu heilen. Das schwächt ihn. Der Titan hat gerade die Hälfte seiner Lebenspunkte verloren. Und deswegen werden wir es auch noch weitermachen hier mit den letzten beiden Gebieten. Und dann können wir den nämlich angreifen und zerstören. Um das zu gewährleisten, müssen wir natürlich sowohl Nah- als auch Fernkämpfer besitzen. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Weil der Titan sehr starken Nahkampfschaden macht, müssen wir welche haben, die Nahkämpfer sind, damit er sich mit denen beschäftigt. Und wir müssen welche haben, die Fernkämpfer sind, die dann eben nicht so schnell draufgehen und die dann die ganze Zeit dauerhaft Schaden machen können. So, jetzt haben wir hier auch schon das Dorfzentrum, das so ein bisschen Schaden verursacht. Nicht wirklich viel, es sind jetzt 20 gewesen, denn überhaupt 19. Und von daher ist es jetzt nicht so bombig. Das Blöde ist halt jetzt nur, jetzt müssen wir noch warten. Obwohl, wir versuchen es jetzt einfach mit dem hier. Ah, Mist, da haben wir gar kein Gold für, wegen den Einheiten gerade. Dann wollen wir mal hoffen, dass das jetzt schnell geht. Hier oben greift uns zum Glück keiner an, auch wenn da oben eine Himmelspforte steht. In Wedge. Ja, wenn der Titan jetzt weiterzieht, genau, dann müssen wir leider warten, bis der Titan hier wieder weg ist. Das ist ein wenig schade. Deshalb werden wir jetzt nach hier gehen. Noch eine Siedlung und ich reiß dem Titanen den Kopf ab. Hier hat er seine 10.000 noch immer, aber der wird das gleich auch wieder einiges verlieren. Was ist das denn hier? Geh mal kaputt. So. Ach, was machst du denn hier? Du solltest Nahrung sammeln, ne? Hier gibt's nichts mehr. Warte, das so. Oh je. Zack, kaputt. So. Es ist ja immer gut. Und jetzt... Ach, der schmeißt hier wieder Prometer um mit Prometern um sich. Wir bleiben mal noch hier unten stehen. Ach, guck mal an. Wie süß. Da steht noch ein Prometer und er macht hier noch ein bisschen was kaputt. Er bleibt auch noch hier bei dem Dorfzentrum. Er wandert ja, das haben wir ja gesehen. Und jetzt. Jawohl, ja. Können wir hier bauen? Aber es ist wichtig, dass wir hier Einheiten bekommen. Denn wie soll man den Titan ohne Einheiten vernichten, ne? Das ist so ein wenig problematisch. So, werden wir noch ein Spinneneier hier legen. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesehen haben. Ich glaube, ja. Diese Spinneneier sind sehr empfindlich, ne? 20, wenn die kaputt gehen, dann haben wir nichts davon. Aber nach einiger Zeit passiert das hier und es verschwinden diese Spinnen in der Erde. Das heißt, wenn da jetzt Einheiten drüber laufen, also normale, reguläre Einheiten oder ich glaube auch kleine, mythische Kreaturen, dann haben die ein Problem, weil dann werden die aufgefressen und restlos zerstört. Das ist also eine schöne Sache, um die Gegner schon rein so ein bisschen zu dezimieren, wenn die uns angreifen. Also eher eine verteidigende Zauberei. So, jetzt haben wir natürlich folgendes Problem. Wir haben nämlich noch keine... Also, die Art.
Häuser. Also erst das, dann das, dann das. So. Das hier unten müsste auch gleich regeneriert sein. Und dann werden wir gucken, dass wir es schnell zurückziehen und dann mit einer Armee gegen ihn ziehen hier. So, das dauert ja nicht mehr lange, das ist schön. Dann wäre es natürlich gut, wenn wir die hier noch zu Helden verwandeln könnten. Deshalb ist es gut, wenn der hier weiter sammelt. Und wenn die zwei hier fertig sind, dass die dann eben auch hier anfangen zu sammeln. So. Davon noch vielleicht. So, die ziehen sich jetzt hier zurück. Das ist gut. Der Wildwuchs ist gleich soweit. Denn du wirst hier mit Gold sammeln. Und du wirst dir, auch neben dem Dorfzentrum, weil es einfach am sichersten ist, glaube ich, ein Feld bauen. Die brauchen das Dorfzentrum ja nicht, wir erinnern uns. Jetzt ist der Titan schwach. Greift ihn an. 4000 hat er nur noch, wow. Und die 19, die er verloren hat, sind auch immer noch da. Also da, ne, ihr wollt wissen, was ich sagen wollte. Oder will. So, wir werden mit den Bogenschützen anfangen, diese zu verheldisieren. So, was haben wir denn hier noch so rumstehen? Ein Prometer, wo ist er denn? Da, der hat ein bisschen was verloren. Das macht nichts. Der wird hier so ein bisschen aufräumen. Beziehungsweise halt so ein bisschen... Ja, natürlich, das hat es jetzt nicht so wirklich gebracht, weil er jetzt einen zweiten Prometer geholt hat, aber naja. So, okay, dann haben wir hier noch Bogenschütze, Bogenschütze... Ach, da brauchen wir ein Dingens für. Ja, macht Sinn irgendwie. So. Dann würde ich vorschlagen, der erste Angriff kann starten. Der ist nämlich gerade eh hier. So. Und die folgenden Einheiten... Okay, Bogenschützen holen wir uns noch. Die können ja hinterher. Vor allen Dingen bei den Murmelonen wird es wahrscheinlich praktisch sein, dass wir dafür noch ein paar mehr bekommen. Einfach aus dem Grund, den wir ja schon kennen. Wir brauchen Nahkämpfer. Bitte ihn hier. Was wollt ihr denn da unten? Das macht keinen Sinn. Außer dass die Ziege, die kann natürlich auch... So. Ne, wir sehen hier, das Dorfzentrum baut und greift wieder an. So, auf die zwei Murmelonen da warten wir noch. Die schicken wir dann gleich einfach hinterher. Da oben kommen noch zwei Prometer, aber die müssten kein, dürften kein Problem darstellen. Okay, und die nächsten. Hier dran. Get it. Die Prometer stellen jetzt wohl ein Problem dar. Die jetzt mal eben ausschalten hier. So. Die vier folgen. So, wir werden jetzt einfach eine Weile beschäftigen, sodass hier die unsere Bogenschützen Schaden machen. Oh je. Rennt, Leute, rennt. So. Und ab und zu mal schießen. Und warten, bis die Murmelonen hier sind. Die sind ja ziemlich schnell abgekratzt, muss ich feststellen. Oh je, jetzt schmeißt er wieder mit Prometern hier um sich. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist, dass er die Murmelonen nicht... Ja, jetzt, jetzt hat er die auch getamed hier. Heißt es so? Keine Ahnung. Nee, Quatsch, das heißt ganz anders. Oh, der haut die mit einem Schlag kaputt. Das ist natürlich schade. So, deshalb werden wir auch hier eine kleine Rundreise veranstalten, wie beim letzten Titanen auch. Und zwar nach hier. Zu denen. Oh je. Ja gut, es sieht so aus, als müssten wir mehr holen. Diese sterben nämlich uns hier langsam unter dem Arsch weg.